Heute wollen wir uns vier Gründe anschauen, warum Jesus von den Juden abgelehnt wurde. Im Tanach, das ist die Bezeichnung für die hebräische Bibel, wird über die erste und zweite Ankunft des Messias gesprochen. Die Details der ersten Ankunft des Messias haben wir im letzten Teil sehr genau studiert. Wie wird die zweite Ankunft des Messias konkret ablaufen? Was müssen wir tun, damit wir nicht getäuscht werden und womöglich die biblische Entrückung verpassen? Und wer wird wirklich entrückt werden? Das sehen wir uns in einem der nächsten Videos genauer an. Was lehrt nun der Tanach bzw. das Alte Testament über die Ankunft des Messias? In der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass die erste Ankunft des Messias sich im Dienst und der Demütigung offenbaren wird. Die zweite Ankunft des Messias wird in Herrlichkeit sein. Zuerst das Kreuz, dann die Krone. Die Juden haben das Kreuz verachtet und sich auf die Krone fokussiert. Sie haben Texte aus der Heiligen Schrift selektiert. Und zwar nur das hervorgehoben, was ihnen besser zugesagt hat. Sie haben auf einen Messias gewartet, der in Herrlichkeit kommt, um sie von dem irdischen Joch der römischen Besatzer zu befreien. Die Juden hatten somit die Prophezeiungen durcheinandergebracht. Sie haben nicht alle Texte herangezogen, sondern nur die hervorgehoben, die ihnen zugesagt haben. Besteht auch für uns heute die Gefahr, dass wir uns nur auf die Passagen der Bibel fokussieren, die uns zusagen. Im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir brauchen daher die gesamte Schrift, um zu verstehen, wie die erste Ankunft und die zweite Ankunft des Messias sein sollte und sein wird. Wenn wir daher nur einen Teil der Heiligen Schrift in Betracht ziehen, dann besteht die Gefahr, dass wir getäuscht werden. Der zweite Punkt, warum die Juden Jesus abgelehnt haben, war der, weil sie sich auf ein irdisches Reich, in dem sie selbst herrschen, konzentriert haben. Jesus kam in diese Welt, um den Charakter des Vaters zu offenbaren. Die Herrschaft und Herrlichkeit des Vaters wird in dem Dienst der Liebe zu seinen Geschöpfen sichtbar. Gott dient uns. Ohne seinen Dienst könnte keiner von uns leben. Die Juden wollten über die Nationen herrschen. Dabei hatte Gott sie in den Dienst der Nationen gestellt, um den heidnischen Völkern ein Licht zu sein, um ihnen die Wahrheit zu verkündigen. Leider haben sich die Juden nicht nach Gott gesehnt, sondern nach seinen Segnungen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 2, Vers 9 steht geschrieben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott hat für uns Dinge vorbereitet, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die Frage ist, was ist uns heute wichtiger? Sehnen wir uns nach dem Himmel, nach den Segnungen oder nach der persönlichen Beziehung mit Gott? Wie ist es mit dir und mit mir heute? Wenn es den Himmel nicht gäbe, wenn es keine unbeschreibliche Herrlichkeit gäbe, die auf uns wartet, würdest du dann den Herrn Jesus trotzdem lieben und ihm dein Leben weihen und ihm täglich folgen? Der dritte Grund, warum die Juden Jesus abgelehnt haben, war der, weil Jesus den Lebensstil der Pharisäer, das waren sehr religiöse Menschen der damaligen Zeit, gerügt hatte. Er sagte, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In Matthäus Kapitel 12 hatte Jesus konkret die Art und Weise, wie die Pharisäer den Sabbat gehalten haben und wie sie mit anderen Menschen umgegangen sind, kritisiert. Hier wird von einem Mann berichtet, der eine verdorrte Hand hatte. Jesus fragte, ob man am Sabbat heilen darf. Dann sprach er zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere.
Wie reagierten die Pharisäer auf dieses wundersame Erlebnis? Auf die Liebe Gottes, die hier in Christus offenbart wurde. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die jüdischen Gläubigen, hier konkret die Pharisäer, wollten Jesus umbringen, weil er den Sabbat anders gehalten hat, als sie den Sabbat gelehrt und gehalten haben. Jesus hatte ihrer Tradition widersprochen und das konnten sie nicht ertragen. In Matthäus 15 sagte Jesus: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Jesus sagte, dass wenn ein Mensch seine eigene Tradition, den Geboten Gottes bevorzugt, dass er vergeblich Gott dient. Auch heute gibt es viele Gläubige, die nicht bereit sind, ihre Tradition, ihr eigenes Verständnis aufzugeben und sich für das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, zu öffnen. Mein Freund, ich hoffe, du gehörst nicht zu diesen Menschen. Der vierte Grund, warum der Messias von den Juden abgelehnt wurde, war der, weil der Messias einen bestimmten Auftrag hatte, nämlich die Befreiung seines Volkes von ihren Sünden. Die Frage ist, was ist Sünde? Im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 4 steht geschrieben: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Frage ist, wie viele Gläubige sind heute mit den Geboten Gottes vertraut? Wo liegt der Ursprung der Sünde? Die Sünde hat ihren Ursprung im Stolz und der Selbstliebe und der Selbsterhöhung. Ich stelle meine Wünsche, meine Gedanken, meine Anliegen über die von anderen Menschen und ich folge lieber meinem Willen als dem Willen Gottes. Ich will haben, ist der Grundsatz dieses Denkens. Die Heilige Schrift lehrt uns, Gott ist Freiheit. Gott zwingt niemals. Zwang ist niemals von Gott. Das bedeutet, dass Gott nur diejenigen erretten kann, die sich von ihren Sünden befreien lassen. Das bedeutet, dass Gott mich von meinen Sünden nur erretten kann, wenn ich mich von ihm befreien lasse. Dabei ist der erste Schritt, es nicht nur zu wollen, sondern auch die Entscheidung zu treffen, dass es so geschehen soll. Dass der gute Wille Gottes, der in seinem Wort offenbar wird, in meinem Leben Realität werden soll und nicht mein eigener verdorbener Wille. Gott gab dem Volk Israel 490 Jahre, um sich von ihren Sünden zu bekehren, aber sie lehnten es ab. Das haben wir uns in einem der vorherigen Themen genauer angeschaut. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, werde ich es unten verlinken. Die Frage ist, wer ist das wahre Israel heute? Wer sind die wahrhaftigen Juden? Diese Frage werden wir im nächsten Video beantworten. Mein Freund, wenn Jesus heute leben würde, würdest du ihm nachfolgen oder würdest du ihn auch abweisen, wie die Juden zu ihrer Zeit? Würdest du die Worte Gottes ablehnen oder annehmen? Wie kannst du prüfen, ob du damals nicht auch Jesus abgelehnt hättest? Nun, du kannst die Bibel in die Hand nehmen und anfangen, im Matthäus-Evangelium zu lesen. Bitte Gott um Weisheit und den Heiligen Geist, damit du das Gelesene verstehen kannst. Und dann frage dich, was möchte Gott mir in seinem Wort über sich selbst und über mich offenbaren? Was möchte Gott mir ganz konkret sagen? Und dann erlaube ihm durch den Glauben, dass das Wort, welches Gott dir offenbart hat, Realität in deinem Leben wird. Das bedeutet es, ein Nachfolger Christi zu sein.